Hallo, willkommen wieder beim Thema Datenbanken. Diesmal möchte ich etwas darüber erzählen, wie man im Rahmen einer Datenbankentwicklung semantische Datenmodelle des konzeptuellen Entwurfs in ein logisches Datenmodell überführt. Und damit das möglichst anschaulich wird, demonstriere ich das gleich am Beispiel meiner Lieblingsbäckerei. Und zu einer guten Tasse Kaffee sage ich da sicher auch nicht nein. Die Transformation eines semantischen Datenmodells in ein logisches Datenmodell ist ein wesentlicher Teil im Lebenszyklus einer Datenbank. Wir befinden uns also an dieser Stelle im Datenbankentwicklungsprozess, in der Phase des logischen Datenbankentwurfs. Für diese Transformation benötigen wir also als Basis zuerst ein semantisches Datenmodell. Verwenden wir als Ausgangsbasis diesen Ausschnitt des semantischen Datenmodells der Bäckerei. Die Primärschlüssel sind hier bereits gekennzeichnet und die Attribute auch schon atomar modelliert. So ist beispielsweise die Adresse der Filiale auf ihre einzelnen Teile aufgesplittet. Somit ein perfektes semantisches Datenmodell für den logischen Entwurf. Nun möchten wir dieses semantische Datenmodell in ein Relationenmodell überführen, denn später soll eine relationale Datenbank für die Bäckerei daraus entstehen. Wie geht man diese Transformation an? Welche Regeln gelten dafür und was ist das Ergebnis einer solchen Überführung? Schauen wir uns das zusammen an. Bevor es nun wirklich losgeht, noch ein paar Hinweise zum Vorgehen. Bei der Transformation eines semantischen Datenmodells in ein Relationenmodell sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst müssen wir die einzelnen Klassen in eigene Relationenschemata überführen. Danach betrachten wir die Beziehungen zwischen den Klassen. Dabei werden je nach Beziehungstyp bereits existierende Relationenschemata ergänzt oder neue Relationenschemata angelegt. Die Summe der somit erhaltenen Relationenschemata ergibt dann das Relationenmodell der ganzen Datenbank. Sehen wir uns das aber Schritt für Schritt anhand unseres Beispiels an. Wir wollen also dieses semantische Datenmodell in ein Relationenmodell transformieren. Starten wir mit Schritt 1. Aus jeder Klasse und ihren Attributen erstellen wir ein eigenes Relationenschema. Wie überführen wir nun eine Klasse in ein Relationenschema? Beginnen wir mit der Klasse Verkauf. Der Name der Klasse im semantischen Datenmodell wird in ein Relationenschema mit eben diesem Namen überführt, also Verkauf. Aus den Attributen der Klasse leiten wir die Attribute der Relation ab. Diese werden in Klammern und durch Beistriche getrennt hinter den Namen des Relationenschemas geschrieben. In unserem Beispiel also die Verkaufs-ID, das Verkaufsdatum und der Rechnungsbetrag. Der Primärschlüssel wird dabei unterstrichen dargestellt. Nehmen wir nun die nächste Klasse aus unserem semantischen Datenmodell, die Filiale, her und überführen auch diese genauso in ein Relationenschema, Filiale. Die Attribute setzen wir in der gewünschten Reihenfolge in Klammern dazu. Der Primärschlüssel Filialnummer wird wieder unterstrichen. Die Klassen Produkt und Zutat überführen wir ebenfalls und wieder auf die gleiche Weise. Das haben wir ja schnell hinbekommen. Wir haben also nun die Klassen aus unserem semantischen Datenmodell in Relationenschemata überführt. Gehen wir weiter zum nächsten Schritt, zum Überführen der Beziehungen. Wie diese Überführung genau umgesetzt wird, hängt davon ab, ob es sich um eine 1 zu n oder um eine M-zu-N-Beziehung handelt. Sehen wir uns zuerst ein Beispiel mit einer 1-zu-N-Beziehung an. In unserem semantischen Datenmodell finden wir die 1-zu-N-Beziehung findet statt zwischen den Klassen Verkauf und Filiale. Ein Verkauf findet in genau einer Filiale statt. In einer Filiale können mehrere Verkäufe stattfinden. Beziehungen zwischen Klassen werden in einem Relationenmodell mit Hilfe von Fremdschlüsseln hergestellt. Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut in einem Relationenschema, das in einem anderen Schema als Primärschlüssel dient. Bei einer 1-zu-n-Beziehung wird das Relationenschema auf der n-Seite, die mit einem Stern gekennzeichnet ist, um den Primärschlüssel der Klasse auf der 1-Seite erweitert. Das heißt für unser Beispiel, das Relationenschema Verkauf wird um das Attribut Filialnummer, den Primärschlüssel der Klasse Filiale, erweitert. Dieses Attribut ist ein Fremdschlüsselattribut, was wir im Relationenschema immer kursiv darstellen. Noch ein Hinweis. Eine 1-zu-1-Beziehung behandeln wir auch wie eine 1-zu-n-Beziehung.
Dabei können wir uns beim Überführen ins Relationenschema aussuchen, welche Seite wir mit dem Fremdschlüssel der anderen ergänzen. Bei einer M-zu-N-Beziehung gestaltet sich die Überführung jedoch anders. Sehen wir uns das wieder am Beispiel an. Hier finden wir zwischen den Klassen Produkt und Zutat eine M-zu-N-Beziehung. Ein Produkt kann mehrere Zutaten enthalten und eine Zutat kann in mehreren Produkten enthalten sein. Um nun diese Beziehung im Relationenmodell darzustellen, fügen wir unserem bisherigen Relationenmodell ein neues Relationenschema hinzu. Dabei wählen wir einen Namen, der die Beziehung ausdrückt. Wir können sie Produkt enthält Zutat oder Zutat in Produkt oder wie wir enthält Zutat nennen. Als Attribute des neuen Relationenschemas werden die Primärschlüssel der beiden beteiligten Klassen als Fremdschlüssel hinzugefügt. Das sind in unserem Fall die Produkt-ID und die Z-ID der Zutat, welche als Fremdschlüssel im Relationenmodell kursiv dargestellt werden. Zusammen bilden diese beiden Fremdschlüssel den Primärschlüssel des neuen Relationenschemas und werden daher zusätzlich unterstrichen. Betrachten wir nun noch eine weitere End-zu-End-Beziehung, und zwar jene zwischen Verkauf und Produkt. Ein Verkauf umfasst ein oder mehrere Produkte und ein Produkt kann in mehreren Verkäufen verkauft werden. Zusätzlich soll hier noch die Menge des verkauften Produktes gespeichert werden, was als Beziehungsattribut modelliert wurde. Wie im vorherigen Beispiel wird auch hier wiederum ein neues Relationenschema erstellt, welches wir nach der Beziehungsklasse Verkaufsposition benennen. Die Fremdschlüssel zu den beiden beteiligten Klassen werden im neuen Relationenschema wieder als zusammengesetzter Primärschlüssel verwendet. Was hier noch neu dazu kommt, die Attribute aus der Beziehungsklasse ergänzen wir ebenfalls. In unserem Fall ist es das Attribut Menge. Beziehungsattribute können übrigens auch bei 1-zu-N-Beziehungen vorkommen. In diesem Fall werden sie jedoch einfach beim Relationenschema der N-Seite hinzugefügt. Zu guter Letzt erstellen wir auch für die Beziehung mehrere Produkte lagern in mehreren Filialen ein Relationenschema. Dieses trägt den Namen der Beziehungsklasse, also Lagerstand. Die beiden Fremdschlüssel aus den beteiligten Klassen stellen gemeinsam den Primärschlüssel dar. Das sind die Produkt-ID und die Filialnummer. Das Attribut Anzahl fügen wir auch noch dem Relationenschema hinzu. Und fertig ist die Überführung der M-zu-N-Beziehung lagert in und unser Relationenmodell ist hiermit komplett. Wir können nun ein semantisches Datenmodell in ein Relationenschema überführen. Auch haben wir Regeln kennengelernt, wie Klassen, Beziehungen und vorhandene Beziehungsattribute zwischen den Klassen im Relationenschema dargestellt werden. Diese Transformation ist eigentlich rasch erledigt. Spezialfälle wie die Transformation von Generalisierungen, Aggregationen und Kompositionen sehen wir uns ein anderes Mal in einem eigenen Video an. Jetzt wird es jedenfalls Zeit für etwas frische Luft. Bis zum nächsten Mal!